Österreichs jüngste Hubschrauberpilotin ist eine 16-jährige Schülerin aus Buchkirchen im Bezirk Welsland. Schon mit 6 Jahren hat sie gewusst, dass sie in die Luft gehen will. Jetzt hat die 16-Jährige in aller Ruhe die Pilotenprüfung abgelegt. Bei der praktischen Prüfung in Wels wird keine Notsituation ausgelassen. Was tun, wenn zum Beispiel plötzlich der Motor ausfällt? Es bleibt höchstens eine Sekunde Zeit, um richtig zu reagieren. Denn sonst sinkt der Hubschrauber lebensgefährlich schnell zu Boden. Die 16-jährige Marlene Floymeier meistert dieses schwierige Manöver vorbildlich vor den gespannten Augen ihres Fluglehrers und den kritischen Augen ihres Prüfers. Bis jetzt macht sie es ganz super, die Marlene. Sie ist schön angeschwebt. Sie hat einfach eine ruhige Hand. Wird sie eine gute Pilotin? Auf jeden Fall. Sie wird uns noch alle um die Ohren fliegen, das ist sicher schon gekommen. Und noch ein lebenswichtiges Manöver muss auch bei schwierigen Windverhältnissen beim ersten Mal klappen. Der gefürchtete Heckrotorausfall wird simuliert. Der Hubschrauber verliert sofort seine Seitenstabilität und würde sich um die eigene Achse drehen, sollte der Pilot falsch reagieren. Der Prüfer zeigt sich von Marlenes Können beeindruckt. Ich muss sagen, von meiner Seite her perfekt. Ich muss sagen, die Frau Flormeier war theoretisch sehr gut, praktisch noch viel besser. Also ich kann sie mit ruhigem Gewissen in die Luft schicken. Ich weiß, dass sie zurückkommt. Es war eigentlich ein gutes Gefühl. Also ich habe mich recht wohl gefühlt im Flieger. Und ja, der Wind hat es auch nicht gerade einfach gemacht, aber es war eine gute Herausforderung. Obwohl weder Mutter noch Vater zuvor eine Beziehung zum Fliegen hatten, unterstützen sie Marlene, die seit ihrem 6. Lebensjahr Pilotin werden will. 23.000 Euro mussten sie dafür schon locker machen. Wenn uns wer fragt, ja, was macht die Marlene? Ja, sagen wir, Hubschrauber fliegen, ja, was für ein Hubschrauber? Ferngesteuert? Sagen wir, nein, wirklich Hubschrauber fliegen. Also für uns ist ja das schon ganz normal. Das Vertrauen mittlerweile in das Gerät habe ich schon gewonnen, nachdem ich die Marlene davon überzeugt hat. Sie überlegen auch, ob sie nicht vielleicht selber mal so einen Schein machen? Na, bis jetzt noch nicht. Na, eigentlich nicht. Noch weiß die Gymnasiastin nicht, wo sie nach der Matura ihre Ausbildung zur Berufspilotin machen kann. Denn strenge Auswahlverfahren und eine Vielzahl von Bewerbern bei Militär oder Polizei stehen wenige Ausbildungsplätze gegenüber. Aber von ihrem Weg abhalten lässt sich die 16-Jährige keinesfalls. Besonderer Reiz, verantwortlich sein, dass das alles klar geht und auch einfach das Gefühl, so einfach in der Luft zu sein und von oben das Ganze sehen zu dürfen. Jetzt heißt es nur noch bis zum Juli 2011 warten, dem 17. Geburtstag von Marlene. Doch bis sie endlich ohne Begleitung abheben darf, will sie noch viele Erfahrungen in der Luft sammeln.